Hallo und herzlich willkommen wieder bei Medieval Engineers mit Folge 158. So, ich musste hier umbauen. Ich habe es geschafft, hier irgendwie die Steine ein bisschen vorne hinzukriegen. Dann musste ich aber die Treppe wegnehmen, diese schöne Holztreppe. Dann wollte ich sie wieder hinsetzen, nachdem die Steine da lagen. Ging natürlich nicht, weil ich höchstwahrscheinlich hier diesen Absatz viel zu tief gesetzt habe. Hat der Holztreppe nicht mehr hingepasst. Okay, macht aber nichts. Ich habe mir dann aus diesen urigen Balken eine Treppe gebaut. Und irgendwie bin ich hier verrutscht und musste auch die Kiste, die hing dann so ein bisschen in der Luft, so ein bisschen verstecken hier. Ja, und dann ist das draus geworden. Das lasse ich auch jetzt erstmal so. Das wird bestimmt hundertprozentig nochmal ändern, ja. Aber ja, irgendwie passt es dann doch. Und man kommt doch, das hat man auch zwar ein bisschen holprig hier. Und ja, dann ist man drinnen. Das klappt schon. Hauptsache, wir kommen rein in unsere kleine Hütte hier. Dann geht das. So, dann habe ich aber eine ganz interessante Sache rausgefunden, dass mir das bisher noch keiner gesagt hat. Hier, das wundert mich eigentlich. Übrigens, vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Ja, für bei Castrell und Nummer 5, die dort bei mir eben so fleißig kommentieren hier und ihre Meinung da abgeben. Das ist natürlich dann immer schön, wenn man da weiß, okay, das gefällt den Leuten, was ich hier mache. Ja, und zwar eine ganz besondere Sache. Meine Axt, wenn ich mir die angucke, die hat jetzt nur noch hier so einen kleinen roten Balken. Das heißt also fünfmal noch kloppen und das Ding ist im Eimer. Ja, dann müsste ich wieder ein neues Erz mir anschaffen. Aber ich habe gekloppt wie ein Irrer. Ihr seht ja, mein Loch, das wird hier immer größer. Ich habe mir schon Treppen angebaut, dass ich hier rinkomme. Jetzt als nächstes werde ich hier unten weitermachen. Und das soll ja dann irgendwann mal mein großer Lagerraum werden hier. Falls ich die Steine nicht vorher schon alle verbaue, dass ich keinen Grund mehr habe für einen Lagerraum. Okay. Aber wenn, bevor die Axt komplett kaputt ist, dann ist sie weg. Dann hat man Schaden. Dann heißt es wieder, zwei Eisenbahnen nehmen, drei Stücken Stickies und dann kann man sich eine neue Axt machen. Es geht aber auch anders. Und zwar meine Axt, die jetzt kaputt ist, oder so gut wie kaputt, die packt man hier unten rein. Und dann kann man nämlich hier einfach raufklicken und hat zwei neue Eisenbahnen. Und wenn ich zwei neue Eisenbahnen habe, dann kann ich natürlich hier rangehen und kann mir daraus wieder eine neue Axt machen. Pack die erstmal hier rein. Jetzt fehlen mir hier Stickies. Schnell noch Stickies ranholen hier. Und schon habe ich eine neue Axt. Das heißt also, ich brauche im Grunde genommen pro Werkzeug nur einmal einmal zwei Eisenbahnen investieren und dann muss ich nur noch aufpassen, dass ich eben nur so lange kloppe, bis die ziemlich weit runter ist und das letzte Stück rot ist und dann schmelze ich einfach das Teil ein, bekomme zwei Eisenbahnen wieder zurück und kann mir eine neue Axt machen. Das heißt, der einzige Verlust, der dann nur noch bleibt, ist letztendlich die Bienenstickies oder die drei Stickies hier und zwei Eisenbahnen kriege ich immer wieder. Also, und ihr seht, dadurch hat sich das bei mir schon schön angesammelt. Ja, ansonsten, ich habe bestimmt schon 5 oder 6 Picken verbraucht hier. Und bei 5 Picken, überlegt euch mal, dann wären 10 Eisenbahnen weniger hier drin. Also, ergo, schön aufpassen immer, macht euch keine Hoffnung, das klappt sowieso nicht. Bei mir ist auch schon 2-3 Mal schief gegangen, wo ich dann trotzdem meine Axt zerkloppt habe. So, ich habe hier schon so weit jetzt, bin ich schon vorgegangen, das wird also dann hier meine Endkante werden. Ey, Rekels, du bist ja nicht mutig, bist du. Hätte ich jetzt meine Armbrust bei gehabt, wärst du völlig. So, das heißt, und jetzt gehen wir hier weiter. Warum habe ich nicht gleich mehr Stickies eingepackt hier? Naja, gut. Jetzt hier. Seht ihr, und das meinte ich, ja. Also so wie ich im Baumenü rein hier, dann zeigt ihr an, wo meine Clan-Grenze ist.
Und die habe ich komplett, das müsste man aus dem Flug raus sehen. Das werde ich euch demnächst mal zeigen, wenn ich euch meine Kreativmap hier zeige, dass wir wieder sehen, wie wir weiterbauen werden. Das Ding steht ja völlig schief drin. Ja, also wie gesagt, im Segelplay ist man das Schnuppe, ja, ob das schief steht oder gerade. So, ja, wir wollten jetzt hier. Manchmal setzt sich das irgendwie ein bisschen doof an hier. Da der müsste ja eigentlich schon einrasten hier. Und wieso kann ich nicht, habe ich jetzt wirklich, ja, ich habe ja die ganzen Stickies rausgeschmissen hier. Das, dann kann er mir das ja nicht bringen hier. Warum ich so was gemacht habe hier. So, Alter. Ja, hier muss man bei den Türklinken auch manchmal aufpassen, ja, dass man die trifft. Mal, jetzt sehen diese ja, erst wusste ich nicht wohin damit. Und jetzt, wo das aber richtig zur Sache geht hier, jetzt hat man natürlich da viel zu wenig hier. So, da muss einer hin, hier muss einer hin. Und ich denke mal, meine große Klappe mit den Steinen, die wird mir auch bald verjähen, denn was wir hier an Steiner brauchen und an Holzstämme, und darum werde ich jetzt hier auch fällen. So, irgendjemand hatte mir da gesagt, Achtung, die Bäume fallen in der Richtung, wo du guckst, wehe, das stimmt jetzt nicht. Ja. Die fallen tatsächlich in der Richtung, wo ich hingucke. Ja, gut. Wie gesagt, das passiert mir jetzt zum zweiten Mal, wo ich einen Baum fälle und ich sterbe. Und was bedeutet das? Arbeite nicht zu viel, dann kannst du sterben. So, wo ist mein Rucksack hier? Da liege ich. Liege ich, toter ist toter. Das gibt's ja nicht. Wieso kann mir das mal einer sagen, warum ich jedes Mal, wenn ich den ersten Handschlag mache und einen Baum fälle, weshalb ich beim Baumfällen sterbe? Entweder hat das Ding von Nische gekriegt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich finde das aber ganz lustig immer, ja. Halt, warum zerhau ich jetzt die Stickies hier? Ja, hör auf zu hauen, der haut immer zu schnell. Muss mal aufpassen hier. So. Aber das klappt ja. Jetzt geht das natürlich mit den Eisenwerkzeugen, geht das ruckzuck. Auch hier muss man natürlich aufpassen, dass man die Axt nicht bis zum Ende aufbraucht. Dann haben wir da nämlich dasselbe Theater. So, wir fällen mal wieder einen Stapelbaum. Okay, der fällt ohne, dass ich falle. Und der, jetzt fällt der hier auf meine. Das geht aber nicht kaputt. Das ist gut so. Das war auch nicht beabsichtigt, dass sie kaputt geht. Jetzt fall bitte in die richtige Richtung her. Ja. Oh oh. Und du sollst jetzt auch da anfallen. Ja, ich weiß, so fällt man keine Bäume, dass die alle übereinander liegen, aber das ist eben Wolles Methode, Bäume zu fällen. So, wenn die weg haben, dann werden wir die auch erstmal hier schön verstauen. Denn wir werden viel Material brauchen, denke ich. Ein ganzer Baum braucht 2 Schläge, ja, und das Ding braucht 4 Schläge. Gut, der will nicht. Der wollte. Freiwillig so, ja. Und der? Was ist denn das hier? Jetzt klopp ich mir die Erde weg. Okay. Du ja. Und du? Na.
Hier passieren also Dinger hier, ist ja nicht zu glauben. Gut. So. Nächste, ja, dieselbe Dame, mein Inventar ist voll. Hier, ne, alles voller Steine. Hier, da wollen wir auch Steine drin machen, also lassen wir das Holz hier drin. Gut, Umbauholz, richtig. Ja, ein Holzbalken für ein Fach. Ich denke mal, wenn man das richtig spielt, dann mag das vielleicht reichen, aber ich gehöre zu den Spielern, die eben nicht richtig spielen oder nicht richtig spielen können. Ich habe da immer so manchmal meine eigenen Vorstellungen und ich verstehe das dann nicht. Weshalb ich ja dachte, ich habe da gesehen, ich habe leider zweimal umsonst da Kosten ausgegeben oder Geld ausgegeben. Und zwar, hier habe ich was da drin, ich denke, das von irgendeinem Mod wird das sein oder weiß ich was. Ja, zwei Holzbalken und dann hat er das erste gemacht, hat nichts dazu gelernt, hat das zweite gemacht, hat nichts dazu gelernt. Das hat die beiden Dinger noch übrig, du kannst ja noch nicht mal mehr vernichten. Also habe ich sie erstmal da in die Kiste reingepackt. So, wir wollen aber noch eh hier unsere Balken verschwinden, ja. Obwohl, das scheint alles nicht mehr so zu sein. Entweder habe ich da irgendwo in den Einstellungen rumgefummelt, denn ich zeige euch gleich mal mein Freilager. Weil die Kisten dann schon übervoll waren, bevor ich angefangen habe, hier weiter mein Steg zu bauen. Na, bleibt doch mal stehen hier. So, das habe ich alles. Einen Baum hatte ich noch hier. Ach, zwei Bäume sind das noch. Meine Herren, ich habe ja hier wirklich geackert. Das will nicht. Ja, aber. Okay. Den auch nicht, weil jetzt irgendwas im Wege ist hier wieder. Ach so, diese. Ja, das ist auch mal wirklich. Da braucht das nur irgendwie da drüber sein und schon. Ne? So. Die kriegen wir auch klein. Ja, da haben wir erstmal wieder. Das will nicht klein gehen. Jetzt. Ich habe irgendwas anderes jetzt klein gehauen, ja. Ach, das. Eigentlich auch ein schöner Effekt, so wie sie die macht dann mit den Bäumen. Das gefällt mir schon, ja. Ja, man soll ja auch ein bisschen was tun für sein Essen mehr, für seine Unterkunft hier. Das passt schon soweit alles, ja. Das sind eben halt noch ein paar Sachen, wo ich dann lieber sage, nee, das hätte man ein bisschen anders machen müssen. Ja klar, wegen einem Stamm renne ich jetzt zurück, aber hier ist Salat. Ach so, den kann ich ja auch nicht. Mann, erstmal schnell wegbringen. Salat soll man ja nicht vergammeln lassen. Wir wollen auch noch hinten zu unseren Jarten kicken. Ich glaube, das ist unterdessen auch alle drei vier waren da. So. Okay. Aber eine ganze große Kiste voller Holz. Ja, also hier müsste man wenigstens, weiß ich nicht, 20 Hölzer stapeln können. Ja, das muss doch möglich sein. Ja, zwei Dinger habe ich hier drin. Ne, die habe ich hier unten drin. Der Feuerverbrauch, der ist auch nicht allzu hoch, finde ich, von diesen Öfen. Da kommen doch dann eine ganze Menge. So, wo ist mein Kohlkorb? Da ist erstmal das. Und wo ist der Kohlkorb? Scheiße, war hier irgendwo eine Ziege oder so, die mir den Kopf weggefressen hat hier? Wo ist der hin hier? Der weiter runtergekullert? Da ist er.
Wiedergefunden. Also die olle Ziege da unten, ja, das olle Rehkitz hätte sich bestimmt gefreut. Ich weiß gar nicht, vor die braucht man eigentlich hier sein Garten, der hat einen Gartenzaun, aber braucht man den überhaupt hier? Weder die Rehkitz noch irgendwas anderes frisst doch dein Gemüse auf. Ja. Aber das kann ich mir vorstellen, dass sowas noch kommen wird. Ja, dass du deinen Garten schützen musst vor Karnickel. Gibt es die hier? Ne, ich glaube, Karnickel gibt es noch nicht. Ne? Na, nun komm. Ja, das meine ich damit. Also manchmal rastet das ein bisschen doof ein. Ja. So. Okay. Ja, dann könnten wir jetzt eigentlich. Ach so, erstmal das noch leer machen. Und dann gucken wir mal zu unserem Garten. So, hier haben wir einen Kohlkorb. Steine habe ich auch aufgesammelt. Keine Ahnung. So. Gucken wir erstmal im Garten. Ja, das ist hier leider duster. Ach, hier, das wollte ich euch auch noch zeigen. Das ist hier mein freier Lagerplatz. Also, ich habe die Dinger hier einfach alle hingeschmissen. Die ganzen Klamotten, um mal zu gucken, wie lange bleiben die liegen. Bis jetzt halten die sich ganz schön. So, guckt euch das an. Eine Ernte. Ach, ich lebe ja im Paradies hier. Wenn es jetzt noch Kräuter dazugeben würde, das wäre ja irre. So, dann werden wir mal gucken, wie weit wir hier mit unserer Ernte dann hinkommen. So, ein Haufen Kohlköpfe. Und was wir jetzt aus unserem Samenpaket da rausholen müssen, das war ja alles hier, was wir hier angesetzt haben, alles aus einem Samenpaket. Flachs, ja. Also da freut mich hier, dass wir hier zumindest das Kraut hier jetzt genug haben. Gut, hier mein Zäunchen hier. Da habe ich offen gelassen und hier muss dann noch gezogen werden. Hier habe ich versucht mal zu glätten. Pilze nehmen wir mit hier. Und ich auch. Habe versucht hier mal so ein bisschen auszuglätten mit dem Hammer, aber da schlägst du auch nur Löcher rein. Also richtig. Ja, das müsste für ein Survival noch irgendwelche Möglichkeiten geben, dass man hier wirklich eine glatte Fläche herstellen kann. So funktioniert das nicht. Das sieht verheerend aus, liebe Leute. Aber was hilft's? Jetzt haben wir damit angefangen. Machen wir den Müll auch weiter her. So. Wir hätten uns ja gleich eigentlich mal ein paar Samen mitbringen können. Ja, hier über die Steine müssen wir rüberspringen. Ja. Aber wir sind ja gelenkig. So. Also, was hat uns die Ernte gebracht? Ja, naja, kommt ja überall nur eben mal Zeug raus hier. Aber immerhin. So, das können wir erstmal wieder wegpacken. Ach, du doch nicht. Ja. So, das auch weg. Auch weg, das auch weg. So, dann nehmen wir mal unsere Kürbissamen, die brauchen wir. Dann brauchen wir die Flachssamen und die Salatsamen. Also da bin ich gespannt, wie oft wir hier, ob wir jedes Mal neu anbauen können, ob das jetzt so ein ewiger Samen ist oder sowas. Das werden wir jetzt gleich sehen, ob das Zeug irgendwann alle geht hier. So, fangen wir mal an wieder mit Kürbis hier, dass wir die Ecke hier voll bratzen. Ja. Ach doch nicht, hör doch mal auf hier. Wieso hatten wir 3 ist das? So. Und bitte. Naja, manchmal. Ein Doppelklick oder zweimal kurz hintereinander klicken. Das hat auch nichts zu sagen. Ja, das ist teilweise nur ein Millimeter oder was. Ja. Wo man sagt, okay. Oder die brauchen wirklich, dass das ein ganz genauer Abstand ist, der hier eingehalten werden muss.
Nee. Ist der Abstand schon wieder enger, also kann der daran auch nicht liegen. Da. So, da können wir nicht. Da auch nicht. Hier können wir hin. Na, hier noch innen. Ja. Ja, also der Tag noch nicht rausgekriegt, wieso, weshalb das jetzt hier so ein bisschen seltsam ist. Okay. Dann machen wir unseren Flachs. Hä? Na nun komm. Ein paar kleine Büsche so weit auseinander, das kann doch nicht sein. Hä? Tatsache. Also manchmal kommt es mir wirklich vor, als ob der Mindestabstand haben möchte. Und manchmal hält er das selber nicht ein. Ja. Wenn er nur übertreibt das. Da. Kriegt das wirklich nicht hier zwischen noch? Ne, hier kriegt nicht dazwischen. Das ist Tatsache so. Der will irgendwie zu seinen Pflanzen bestimmten Abstand haben. Sonst spielt er nicht mit. Nanu, sag mal, da macht er wieder, da wieder nicht, da macht er, das ist wirklich, nee, also das System habe ich noch nicht entdeckt, oder ob da, wenn da ein Stein drunter liegt oder sowas, weiß ich auch nicht. Es ist nicht nachzuvollziehen. Nach was? Der sich hier einsetzt. Versteht nicht. Oder? Ja, jetzt zinkert wieder, ja. Da auch. Das habe ich eben beinahe den Verdacht gehabt, meine Pflanzen sind alle. Meine Samen, aber sind sie scheinbar nicht. So, und wir brauchen noch ein bisschen Salat. Und dann haben wir eigentlich unsere nächste Runde schon wieder. Ah, wenn das mal gehen würde, ja, da haben wir einen. Sag mal, ist denn hier heute? Da muss ich hier nochmal umgraben. Da muss man hier überall zweimal graben. Weil das verändert sich ja auch in dem Moment, wo hier was eingesetzt wird. Ne? Heute ist hier so ein Glücksspiel, ja, wo man die dann hinsetzen kann. Ja. Da. Mehr Rot als... Sagt dann immer, das Land ist nicht umgegraben. Vielleicht muss ich wirklich zweimal umgraben hier, ne? Zwischen Batzen kannst du hier nichts hier. Nee. Nee, akzeptiert er nicht. Die Leute, obwohl das ja ausreichen müsste, was wir jetzt hier haben. Nee. Nee. Gut, aber wir haben ja schon wieder einen Haufen einsetzen können hier. Da noch einen, ja. Komm, du kriegst auch noch einen, siehst du? Da geht's dann nämlich wieder. Na,
Na gut, da machen wir ihn noch. Hör auf. So, jetzt hören wir auf. Okay. Ja, also scheinbar ist es so, dass unsere Erntesäckchen hier jetzt ewigen Samen drin haben. Also waren das auch nur Kosten letztendlich für ein einziges Mal. Und damit wäre dann weg mal meine Erntesäckchen, denn hier habe ich nämlich meine Pfeile und meine Armbrust drin. Und dann werden wir auch hier unsere Säckchen reinmachen. So, was können wir uns denn noch bauen hier? Wir könnten also hier mal schon diese mechanischen Farming-Geräte bauen. Was haben wir hier noch? Was ist denn das alles? Battlements für you. Ha. Naja, aber 25 Steine und so ein Hammer, den kriegen wir ja wohl zusammen, ja. So, dann wie gesagt, diese Sachen, da müssen wir auch nochmal, aber 10 Eisen. Da werden wir vorher noch ein bisschen Eisen kloppen. Und dann müssen wir das noch alles herstellen hier. Und das ist dann für diese, und dann glaube ich, haben wir alles. Gut, werden wir uns als nächstes, wir gucken erstmal jetzt hier, jetzt will ich wissen, was das ist hier. Ein Hammer. Wir brauchen einen Hammer. Dann stellen wir einen Hammer her. So, den herstellen. Holzhammer kann ich nicht nehmen. Eigentlich ist das schade, einen Hammer zu vergeuden. Ich werde mir mal gleich noch einen herstellen. Ich brauche ja auch selber einen, ja. Den kann ich nämlich schneller bauen. So. Auch hier wird dasselbe Prinzip wieder sein, dass wir nicht. So, den Hammer haben wir erstmal. Mal gucken, ob er ihn bescheißen kann. Ja, und Holzhammer, den akzeptiert er nicht. Den will er bestimmt haben, ja. Ja, genau. Naja, hilft ja alles nicht. Gut, dann brauchen wir noch 25 Klamotten, ja. 5, 10, 15, 20, 25. Wir müssen sowieso noch ein paar Rennen machen, ja. Denn wir wollen ja hier noch uns sein. Na los, rüber da. Okay. So, denn wir wollen ja hier auf jeden Fall da noch ein bisschen weitermachen. So, jetzt mal gucken, was denn hierbei rausspringt. Kann ich mir ja nicht vorstellen. 5er, 10er, 15, 20, 25. Ja, wir können das Teil craften, Tatsache. Wir landen, wenn nicht, dass das wieder so ein Flop ist hier. So, irgendwie was gelernt habe ich. Dann gucken wir mal erstmal hier rein. Habe ich was gelernt? Nö. Nö. Ich habe nichts gelernt. Oder waren das die Teile? Ich glaube, die Teile waren das hier, ne? Naja, die ganzen. Aha, naja, gut, dann haben wir doch was gelernt. Und haben wir hier was Neues drin? Ne, hier haben wir auch nichts Neues drin. Und haben wir hier was Neues drin? Hier haben wir, glaube ich, auch nichts Neues. Ne, sieht nicht danach aus. So. Und. Ach, hier seht meine Feuerschale, die habe ich da hingestellt hier. So. Und da haben wir eine Schneue drin, da haben wir auch eine Schneue drin und jetzt ist nur noch hier die eine. Also ganz schön viele Werkzeugkästen eigentlich hier. Und da ist auch eine Schneue. Naja, dann waren das diese Kampfmauern da. Gut, das heißt jetzt hier, also weiter. Ach, wir haben eh schon wieder 29 Minuten rum gebaut, haben wir nun heute ja nicht. Oh, kurz vor. Hungertod sind wir. Ja, wir haben gerade gesagt, wir haben keine Sorgen mehr, keine Probleme mehr mit dem Essen, ja. Und in dem Moment fangen wir an zu krepieren, ja. Finde ich ja auch toll. So Kürbis haben wir ja mehr als genug, ja. Ich muss dann mal auch langsam anfangen, denke ich mal, mit was ist denn das hier? Ach.
So, das mal langsam anfangen hier mit Kochen oder sowas, ja. Das muss ja irgendwie dann auch mal funktionieren, dass wir da ein paar Sachen mehr bekommen. So, jetzt brauche ich meinen Hammer. Ich werde aber erstmal den Holzhammer hier alle machen. Denn das ist doch jetzt erstmal, dass wir das alte Werkzeug aufbrauchen. Ja, ich habe auch probiert, ob ich den Holzhammer einschmelzen kann. Nee, kann ich natürlich nicht. So, das heißt jetzt also, hier geht das voran, dass wir hier unseren Steinweg dann haben. Jetzt muss ich aber natürlich dann viel noch hier rumkloppen. Und zwar, hier soll ja ein Weg am Haus vorbeigehen. Vielleicht müssen wir mal gucken, wie hoch wir denn hier kommen. Weil das ist natürlich ganz schön enorm. Wir machen mal kurz ein, zwei Schläge mit den neuen Hammer. Mal sehen, ob das da ein bisschen schneller geht. Wo habe ich denn da? Und dann schauen wir mal. 3, 4, 5, 6. 6 Mal. Und bei dem Holzhammer waren es mehr als 6 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Mal. Also mit den anderen Hammer ist es natürlich bedeutend schneller. Okay, also an der Stelle verabschiede ich mich. Ich werde hier wohl noch ein bisschen was hinmachen und dann einfach mal gucken, ob ich hier den Weg durchschlagen kann bis hierhin. Und hier sollte dann eigentlich wieder die nächsten Steine hinkommen. Sie irgendwie ein bisschen anders ist das geworden, als ich das geplant habe im Singleplayer, also im Kreativ. Aber wie gesagt, ist ja letztendlich nur, das war ja erstmal so eine erste Idee da im Kreativ, um einfach nur erstmal zu sehen, ja, wie baut sich das denn hier? Was kann man denn hier aus dieser Ecke jetzt so ungefähr noch machen? Und ich denke mal, damit bin ich eine ganze Weile beschäftigt, um dort diese Pläne umzusetzen hier, die ich vorhabe. Ja, was ich jetzt noch zu sagen, das war eigentlich heute, ich will hier nicht unnötig noch länger heute machen. Jetzt kommt nur noch erstmal wieder diese ganzen Teile setzen und wie ein Blöder hier rumzukloppen. Ich glaube, wenn ihr das eine halbe Stunde lang seht, dann habt ihr auch Langeweile. Also das werde ich jetzt unterdessen wieder fertig machen. Und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht und was ich euch noch dann hier zeigen kann auf meiner Map. Okay, tschüss, sagt euch Wolle 158. Bye, bye.